Mein Name ist Sandra Ballner. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen der Energiestadt Region Thal und vom Naturpark Thal zum heutigen Anlass. Es freut uns sehr, dass das wichtige Thema auf Interesse gestoßen ist und ihr euch Zeit habt genommen, heute Abend da an diesem Anlass teilzunehmen. Die Notwendigkeit, ältere Gebäude zu sanieren und durch das einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Energieeffizienz und Klimaschutz zu machen, das ist bei weitem nicht nur ein grosses Thema hier in der Region Thal. Darum freut es mich sehr, dass wir den Anlass zusammen mit der Energiestadt Bönsigen durchführen können. Und an dieser Stelle möchte ich sehr gerne das Wort Andreas Affolter, Energiestadtberater von Uenzingen, übergeben. Ja, guten Abend miteinander. Mein Name ist Andreas Saffolter, ich bin Energiestadtberater von Bönsigen. Ich möchte euch alle im Namen von der Energiestadt Bönsigen zu dem heutigen Abend begrüßen und freue mich auf die spannenden Referate, die wir jetzt alle zusammen werden hören. Merci vielmals, Andreas. Bevor wir anfangen, möchte ich gerne ein paar technische Hinweise mit auf den Weg geben. Wir bitten euch, während der Referat die Stummschaltung aktiviert zu haben bei Zoom. Das könnt ihr unten links im Register könnt ihr das anwählen, Stummschaltung aktivieren. Und das ist für uns auch einfacher und vor allem für die Referenten, dass wir da nicht durch Hintergrundgeräusche gestört werden. Es ist so vom Ablauf, dass wir das Referat aneinander werden hören und am Schluss eine Diskussionsrunde haben, wo ihr dann auch könnt eure Fragen stellen könnt. Ihr habt aber auch während dem Referat jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ist mit der Chat-Funktion, die ihr auch unten im Register so vorfindet bei Zoom. Wir zeichnen die Veranstaltung aufzeichnen und veröffentlichen sie dann sehr gerne im Anschluss veröffentlichen auf der Webseite des Naturpark Thal. Wir haben das bereits in der Einladung geschrieben. Und wenn wir jetzt hier an dieser Stelle keine Rückmeldung von euch bekommen oder im Nachgang, gehen wir davon aus, dass ihr mit dem einverstanden seid. Die Dauer der Veranstaltung ist circa eine Stunde. Je nach Diskussion, je nach Fragerunde schauen wir, ab dass wir spätestens am 4. ab 7. hier können Schluss machen. Genau. Zum Programm, das, was euch heute Abend erwartet. Es freut uns sehr, dass wir drei erfahrene, kompetente Experten für die Veranstaltung haben können rekrutieren. Einerseits wird der Rudolf Lanz, GEAK-Experte, GEAK Plus, schafft einen Überblick vorstellen. Im Anschluss wird der Beat Bader von Bader Holzbau AG Edermannsdorf euch aufzeigen, wie man energetisch kann sanieren kann, was sinnvoll ist und was man mit Sanieren mit Holz, was man da dabei muss darauf achten. Und am Schluss wird Marco Reinert von Energiefachstelle Kanton Solothurn aufzeigen, wie es echt bei den finanziellen Förderungen für Privathaushalte steht. Und wie schon gesagt, am Ende von diesen drei Referaten werden wir die Diskussionsrunde eröffnen und euch das Wort übergeben. Dann übergebe ich Wort und Bild sehr gern am Rudi Lanz. Und danke vielmals vorab für deinen Beitrag, Rudi. Ja, schönen guten Abend miteinander. Mein Name ist Rudi Lanz. Ich bin seit über 12 Jahren tätig als neutraler Energieberater. Seit 2009, eigentlich seit es den GEAK gibt, bin ich GEAK-Experte. Und seit Anfangs letzten Jahr habe ich mein eigenes Energieberatungsbüro Energieservice Lanz in Zuchwil. Ich darf euch in den nächsten 10 Minuten den GEAK bzw. GEAK Plus vorstellen und euch vertieft Informationen zum GEAK Plus
vermitteln. GEAK, was ist das? Die vier Buchstaben GEAK die stehen für Gebäude, Energie, Ausweis der Kantone. Das ist ein schweizweit einheitliches Dokument. Bewertet wird im GEAK der Ist-Zustand der Gebäudehülle und der Gebäudetechnik. Im Kanton Solothurn gibt es keine Pflicht, für einen GEAK zu machen. Ausser man macht eine Gebäudesanierung und kommt dort auf einen Förderbeitrag von über 10'000 Franken, dann ist es eine Pflicht, einen GEAK Plus mitzuliefern. Und zum Teil wird der GEAK von Banken verlangt, beziehungsweise ich kann eine günstigere Hypothek beantragen, wenn ich einen GEAK vorlege, der gewisse Kriterien, die die Bank umschreibt, erfüllt. Der GEAK Plus, das ist dann ein zusätzliches, umfangreiches Dokument, wo immer basiert auf einem GEAK. Also zuerst machen wir den GEAK selber und dann darauf kann man einen GEAK Plus machen, wo dann verschiedene Sanierungsvarianten abbildet wird. Für fast alle Gebäudekategorien kann man einen GEAK erstellen. Für Wohnhäuser, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Schulhäuser, Hotel, Verkaufshäuser und Restaurant und auch gemischte Nutzungen, zum Beispiel ein Verkaufshaus im Erdgeschoss und darauf oben Mehrfamilienhaus. Berechnet wird das Ganze von einem GEAK-Experten im GEAK-Online-Tool und wird dann vom GEAK-Online-Tool in Klassen eingeteilt. Da tun wir immer vergleichen mit einem aktuellen Neubau von heute, was der müsste erfüllen. Ein aktueller Neubau, das wäre dann eine Kategorie B. Und wenn das wesentlich besser ist, kommt man vorher bis jetzt A. Und je schlechter es ist, geht es dann verhindern in der Skala. Das ist jetzt sehr umfangreich auf dieser Folie. Da wird ihr in sehr feste Tiefe gehen. Wie gesagt, Kategorie B, das ist die Bandbreite, die wir immer sehen. Das ist nicht einfach nur eine Zahl und dann ist es ein B. Ganz an der Grenze von dem C dran muss ein Neubau von heute sein, beziehungsweise ein Haus für so nicht 10 Jahre. Weil seit den letzten 10 Jahren gelten die gleichen energetischen Vorschriften. Wenn das Haus dann wesentlich besser ist, über 50% besser, wenn der ein Neubau muss sein, kann das Förderrücken ins A rein, das ist ein Minergie P oder Plus-Energiehaus. 10, 20-jährige Liegenschaften, so Ende 90er, Anfang 2000, sind wahrscheinlich in Kategorie C drin. Und weiter, als wir dahinter gehen, sind es ältere Liegenschaften, die mehr oder weniger saniert worden sind. In der Kategorie G hinten finden wir dann 40-50-jährige Häuser, wo nicht viel oder gar nichts daran gemacht wurde. Beurteilt wird immer Gebäudehülle und Gesamteffizienz. Die Gebäudehülle tut man beurteilen, indem man berechnet, wie viel Energie geht verloren durchs Dach, durch die Wand, durch die Fenster, durch den Boden ab, ins Erdreich oder in den Keller und wie viel Energie gewinne ich über die Fenster. Das gibt dann die Zahl, die man braucht, rechnerisch, und die tut man plausibilisieren mit dem effektiven Verbrauch, der in dem Haus gebraucht wurde, an Öl, Gas oder Strom. Und tut das nachher so weit rechnen und korrigieren, bis das möglichst keine Differenz gibt. Oder man muss einen plausiblen Grund finden, wieso es zu einer grossen Abweichung kommt. Neben der Gebäudehülle wird auch Gesamtenergie beurteilt. Das heisst, es gibt eine zweite Bewertung und die zeigt man nachher auf, wie gut ist die Gesamteffizienz des Gebäudes. Ein Haus mit einer alten Ölheizung oder Elektroheizung wird dann mit der Gesamteffizienz hinten reinhinken, in der Effizienz der Gebäudehülle. Oder ein Haus mit der modernen Holzheizung oder Wärmepumpe und mit Solarenergienutzung, dass hier die Gesamteffizienz wesentlich besser ist als die Effizienz der Gebäudehülle. Der GEAK ist ein vierseitiges offizielles Dokument oder Zertifikat, wenn man so will, macht nur grobe Aussagen zu der Ist-Situation oder beziehungsweise zu möglichen Sanierungsmassnahmen. Es werden keine Berechnungen gemacht, dass es kostet, eine Sanierung durchzuführen. Es wird auch kein Förderbeitrag berechnet. Es gibt nur grobe Aussagen,
was nicht gut ist am Gebäude und wo man hinschauen sollte. Auf der rechten Seite auf der Folie sehen wir eine Titelseite von einem GEAC. Da sieht man die zwei Bewertungen, die Pfeile. Der gelbe auf der linken Seite, Gebäudehüllenbewertung, die nicht sensationell gut ist. Aber in diesem Haus ist eventuell schon eine moderne Heizung drin, eine Wärmepumpe oder eine Photovoltaikanlage aufgebaut worden. Und das ist dann die Gesamteffizienz wesentlich besser. Um eine Sanierung zu planen, kann ich mit dem GEAC selber nicht sehr viel anfangen. Für das braucht es dann den grossen Bruder, den GEAC Plus. Mit dem GEAC Plus bekomme ich eine konkrete Liste von Massnahmen, wie der Energiebedarf gesenkt werden kann und die Effizienz des Gebäudes gesteigert werden kann. Es gibt Hinweise zu Etappierungsmöglichkeiten. Etappierung ist sehr oft wichtig, um auch steuerliche Vorteile zu nutzen. Massnahmen werden priorisiert aufgrund von der Situation, also vom Gebäude und von den Wünschen des Hauseigentümers. Zum Beispiel ein Haus, es hat zwar energetisch ein gutes Dach, aber das rönt. Dann wird wahrscheinlich das eine höhere Priorität haben, wenn ihr ein Gebäudeteil, das energetisch noch nicht so super ist, aber sonst mechanisch intakt. Im GEAC Plus werden bis drei Sanierungsvarianten abgebildet. Die Sanierungsvarianten kann man aber auch als Sanierungsetappe darstellen. Und das finde ich persönlich sehr hilfreich. Da sieht man wirklich Etappe 1 oder eben Variante 1. Das, was einfach mal sein muss oder das, was ich sowieso machen will, was ich geplant habe. Etappe 2 ist dann das, was mittelfristig auch wird anfallen. Und in der Etappe 3 ist dann oft eine Gesamtsanierung mit langfristigen Massnahmen. Auch Gebäudeerweiterungen, zum Beispiel Ausbau von einem Dachraum oder eine Aufstockung, kann man im GEAC Plus mitberechnen und abbilden. Und, der GEAC Plus liefert mir nachher Zahlen. Ich sehe, was kostet die Massnahme, was bringt die Massnahme, wie viel Förderbeiträge ist zu erwarten für das, was ich mache. Und es zeigt mir auch den Weg auf zu diesen Förderbeiträgen. Also wenn ich muss vorgehen, dass ich das kann, die Förderbeiträge abholen. Und zusätzlich hat man eine neutrale Beratung, fachliche Unterstützung, wenn es um die Umsetzung geht von Massnahmen. Wie komme ich zu so einem GEAC Plus? Wenn ich eine Liegenschaft habe, wo Handlungsbedarf ansteht, wo ich irgendetwas sanieren möchte, kann man einfach mal einen GEAC-Experten wählen. Vielleicht hat er nicht gerade einen in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis. GEAC-Experten findet man auf der Webseite von GEAC. www.geac.ch. Da kann man die Postleitzahl eingeben und einen regionalen Energieberater bzw. GEAC-Experten auswählen. Wenn ihr vielleicht nicht sicher sind, ob ihr jetzt wirklich das GEAC wählt, gibt es im Kanton Solothurn die Möglichkeit, bevor ihr einen GEAC bestellt, eine neutrale Energieberatung zu bestellen. Eine Kurzberatung, die wird vom Kanton Solothurn unterstützt und ist kostenlos. Vielleicht kommt man auch nach dieser Kurzberatung zum Erkenntnis, dass man einen GEAC braucht. Dann kann man eine Offerte anfordern, vielleicht auch zwei. Dort sollte man nachher auch die Fördermöglichkeiten abklären. Kanton Solothurn fördert die Kosten von einem GEAC Plus mit 50% der Kosten. Um die Frage vorweg schon beantworten, was kostet es denn? Es ist schwierig zu sagen, es kommt ein bisschen auf das Gebäude, auf die Geometrie, auf die Dokumentation, die vorhanden ist von dem Gebäude. Für ein Einfamilienhaus muss man rechnen 2.000 bis 2.500 Franken. Und wie gesagt, 50% davon übernimmt der Kanton Solothurn als Förderbeitrag. Es gibt auch Gemeinden, die noch zusätzliche Beiträge zahlen, wo man dort auch sich vorher schlau machen sollte. Oder vielleicht ist meine Bank, wo ich die Hypothek bei ihnen habe, auch bereit, einen Beitrag zu zahlen. Dann gibt es kein GEAC oder GEAC Plus, ohne dass der GEAC-Experte vor Ort war und das Haus angeschaut hat.
Nur anhand von Plänen kann man das nicht machen oder immer nicht seriös. Man muss vor Ort gehen, das Haus durchgehen, das Haus und den Eigentümer und seine Wünsche spüren. Dann kommt die Knochenarbeit vom GEAC-Experten. Er sitzt daheim her, tut all die Daten, die er gesammelt hat, bei dem Besuch vor Ort und was er aus Plänen entnehmen kann, alles in das GEAC-Tool einpflegen, plausibilisieren und dann zuletzt einen Bericht erstellen, der zu dem Gebäude passt. Und auch sehr wichtig, am Schluss, wenn der GEAC-Plus-Bericht vorliegt, wird man den mit dem Kunden besprechen, dass er auch richtig verstanden wird. Viele weitere Informationen zu dem Thema findet man unter www.geag.ch oder bei der kantonalen Energiefachstelle energieso.ch. Dort findet man dann auch die neutrale Energieberatung. Da gibt es eine Liste von neutralen Energieberatern, die über den ganzen Kanton verteilt sind. Ihr könnt daraus einen aussuchen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mehr aussuchen könnt. Oder ihr kommt direkt zu mir über www.esla.ch auf meiner Webseite. GEAC, Ihre Entscheidungshilfe für die Gebäudesanierung. Das ist der Slogan von der GEAC, vom GEAC-Zentrale. Mein Slogan ist für GEAC Plus, vor jeder energetischen Sanierung ein Muss. Das wäre es von meiner Seite. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Ich möchte auch danken für die einleitenden Worte. Ich möchte mich auch bedanken bei meinen Mitgliedern vom Holzhandwerk Thal, dass sie mich hier auserwählt haben oder auch gemacht haben, dass ich das hier präsentieren darf. Es geht ja auch um das Holzhandwerk Thal, eine Institution, die wir hier gegründet haben, wo wir eigentlich auch das Holz hier im Thal ein bisschen fördern wollen. Für mich kurz vorzustellen, ich bin gebürtiger Thaler, ein Holdenbanker aus Heimatort. Aufgewachsen bin ich hier im Baustuhl. Von 1994 bis 2020, also bis Ende letztes Jahr, bin ich Inhaber und Geschäftsführer von der Baderholzbau AG in Edemannsdorf. Seit dem Januar 2021 durfte ich meine Firma den Söhnen übergeben, an meine drei Söhne. Und seither amte ich eigentlich noch als Präsident vom Verwaltungsrat und tue noch Projektleiten. Also ich bin noch dabei. Es muss nicht immer ein Neubau sein. Ihr seht hier ein altes Haus in Neuendorf, wo es eigentlich angestanden ist zur Sanierung. Es ist über 10 Jahre leer gestanden. Es war auch nicht mehr bewohnt gewesen. Und das ist ja eigentlich heute das Thema. Was machen wir aus alten Häusern, die zum Sanieren anstehen? Ihr habt schon ein bisschen gesehen oder gehört im Vorreferat vom Herrn Lanz, was man eigentlich zuerst ein bisschen machen muss. Man muss zuerst ein bisschen denken, was braucht, wohin gehe ich, was mache ich damit, was für Vorsachen muss ich machen, als ich den Weg richtig gehen und dass ich im Prinzip alles gut abgeklärt habe. Aber mit einer gelungenen Sanierung kann man sicher einen Mehrwert erreichen. Etwas, was wichtig ist, was man nicht vergessen darf, in so alten Gebäuden steckt immer noch graue Energie. Also, und wenn man von grauer Energie redet, dann ist das eigentlich, dass sie Materialien, die schon mal generiert worden sind, also Backsteine, die schon mal gebrannt worden sind, Beton, wo man hat, oder Holz, das schon gesagt worden ist, also das ist graue Energie, da hat man schon Energie verbraucht. Und da sollte man auch ein bisschen schauen, dass man das entsprechend auch wertschätzen und vielleicht auch eben nachher kann mitnehmen kann in die ganze Gebäudesanierung. Ihr seht auf diesem Bild, es hat einen neuen Teil, den man halt muss machen im Erdreich. Ist sehr oft kann man nicht auf dem Alten aufbauen. Also man muss ein gutes Fundament haben. Aber man kann nachher sicher weitergehen, für das Ganze zu machen. Sanierungen muss man auch machen, dass sie nachher auch entsprechend wieder nutzbar sind und auch zeitgemäß. Und vor allem, was sehr wichtig ist, was man nicht darf verpassen,
die bauphysikalischen Hintergründe oder die Abklärung, die man machen muss, dass man nicht irgendeinen Fehler produziert. Nachher am Schluss, man hat zwar eine super Dämmung drauf, aber dafür geht innen nachher alles kaputt. Also da braucht es sehr viel Fachwissen und es braucht auch ein sehr Feingefühl, dass man zu den Gebäuden dann auch entsprechend Sorge haben kann. Ich habe es angesprochen, Ressourcen. 70% am Bau benötigte Ressourcen sind nicht nachwachsend und damit endlich. Also das heisst, irgendwann wird es keine Ressourcen mehr haben, die wir bauen können. Und zu dem müssen wir eben auch ein bisschen Sorge haben. Also wir reden zum Beispiel von Sand und Beton, dass das ungefähr in 20 bis 30 Jahren ausgehen sollte. Ich kann mir es nicht so gut vorstellen, weil im Gau jetzt noch viel ist. Aber wir machen uns da, glaube ich, ein bisschen falsche Vorstellungen. Also das geht sehr schnell und dass wir in eine Ressourcenknappheit reinkommen. Wir haben es jetzt im Moment schon beim Holz, dass wir Ressourcenknappheiten haben. Wir warten, bis wir überhaupt Holz bekommen, in der heutigen Zeit bis 2 bis 3 Monate. Also es zeichnet sich etwas ab und da muss man, glaube ich, gut drauf schauen. Und wenn schon etwas vorhanden ist, sollte man es auch schauen, dass man es dementsprechend einbeziehen und mitnehmen kann. Der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, das wird ja auch immer stark diskutiert. Wenn man die Zementindustrie anschaut, wo 4-mal so viel CO2 verbraucht wie weltweiter Flugverkehr. Der Zementindustrie steht mir immer sehr, sehr fürstlich gegenüber. Wir tun dort nicht viel, die können auch verbrennen, was sie wollen. Die lassen alles durch, was geht, dass sie können Zement brennen. Und wir schauen da eigentlich stark weg. Und es ist sehr wichtig, dass man da halt eben auch ein bisschen schaut, wie gehen wir mit den Materialien um. Die Baubranche ist eine der grössten CO2-Verursacher. Das lügt niemand weg, das wissen wir auch. Und wir bemühen uns auch in der Baubranche, dass wir das wirklich gut machen können und dass wir hier auf neue Wege kommen. Insgesamt von der Recyclingfähigkeit, da müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Insgesamt produziert die Schweiz jährlich rund 80 bis 90 Millionen Tonnen Abfall. Das ist ein riesen Berg, das kann man sich kaum vorstellen. 65% vom schweizerischen Abfall, Prozent vom Abfallaufkommen sind aus der Bauwirtschaft. 20% davon stammen aus dem Rückbau. Das ist auch eine riesige Menge. Und dort müssen wir halt eben auch sagen, wir müssen nicht immer alles fortgehen, sondern wir müssen mit dem, was schon dort ist, etwas probieren zu machen und das zu verbessern. Weil auch sehr viele Sachen sind nicht rezyklierfähig und das bietet sehr viele Probleme. Wir haben im schweizerischen Gebäudepark heute rund 45 Millionen Tonnen CO2 in Holz gebunden. Und das sollte man auch schauen, dass man das so sein kann oder eher vergrössert. Das entspricht eigentlich auch jährliche Emission von unserem Land, also die 45 Millionen Tonnen CO2, die wir produzieren, sind eigentlich in unseren Gebäuden im Holz jetzt im Moment gebunden. Was halt auch, das habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen, wenn man saniert, dann kann man auch Fehler machen. Das ist immer, wo Menschen arbeiten, gibt es Fehler oder wo man hobelt, gibt es Spöhn. Aber man muss immer aufpassen, dass man nicht Schäden davon verursachen. Wir haben jährliche Bauschäden von 1,6 Milliarden. Und das muss ja irgendwie immer auch wieder jemand zahlen. Und da muss man auch wirklich aufpassen, dass man da wirklich das gut heranschaut und nicht viel produziert. Die 1,6 Milliarden sind 8% von der jährlichen Bauinvestition. Also ich sage jetzt fast 10% bauen wir auf die Halde. Das produziert ja eigentlich auch wieder Schäden. Und die Mängel müssen auch beheben werden. Und da lohnt sich einfach gut herzuschauen, was man gute Sachen macht. Und viele Gebäudeschäden entstehen vor allem mit der Fassade. Also die meisten Schäden haben wir in der Fassade, weil die Fassade
nicht dicht sein, weil Fenster reinlassen, weil irgendwelche Sachen. Und da braucht es einfach gutes Fachpersonal, das dem gut heranschaut. Sanieren mit Holz weiterdenkt. Also, wir arbeiten auch extrem an dem. Wir entwickeln immer neue Sachen, entwickeln, neue Techniken entwickeln. Aber Holz weiterdenkt hilft eigentlich schon viel. Man ist zeiteffizient, wenn man mit Holz baut, weil man ist im Trockenen. Man ist nicht draussen, man muss nicht irgend mit Wasser oder irgendetwas machen, sondern man ist im Trockenbau. Wenn man trocken baut, ist es auch viel kontrollierbar, man ist also Kosteneffizienz. Klimaeffizienz ergibt sich daraus, das habe ich schon ein bisschen diskutiert, Ressourceneffizienz, weil wir können das Zeug wieder recyceln, wir können das wieder zurückbauen, wir können das wieder brauchen. Und Holz, muss man einfach auch sagen, ist gesundheitsfördernd. Es nützt unserer Gesundheit, wenn wir mit Holz etwas machen. Und vor allem herausragend ist von mir aus gesehen, und das zeigen auch unsere Projekte, herausragende Qualität am Schluss. Ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben. Wir könnten uns herausbauen aus dem Klimaproblem. Das hat der Klimaforscher geschrieben und ich denke, es ist sehr etwas Wichtiges, als wir an das Bauen denken und als wir an die Klimaproblematik denken. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir beim Bauen uns dort bemühen, das richtig zu machen, dass wir hier einen riesen Beitrag leisten können. Holz ist und bleibt der einzige natürlich nachwachsende Baustoff. Es ist sehr wichtig, dass man das mit dem Holz auch anschaut und gut sieht. Es ist auch bei der Nachhaltigkeit ökologisch sinnvoll oder nicht, muss man auch berücksichtigen. Die sozialen Auswirkungen von dem gesamten System, das wir hier drinnen stecken. Wenn man mit Holz baut und wenn wir regionale Leute beschäftigen können, haben wir auch eine Arbeitssicherheit. Wir müssen auch schauen, dass die Unternehmungen rentabel produzieren und bauen können. Und wenn wir das so lösen können, haben wir ganz gute Argumente für eben die erneuerbaren Bauten und eine gute Umweltverträglichkeit. Es ist auch so, bei der Holznutzung haben wir sehr viel, wo wir wieder zurück in den Kreislauf geben können. Es gibt sehr wenig Abfall, wo wir nicht mehr wiederverbrauchen können. Am Schluss können wir noch eine Wurst bröteln. Aber beim Holz ist es wirklich so, man kann das sehr, sehr gut wieder in den Kreislauf zurückgeben. Das Holz besteht auch schon lange, mit Holz wird schon lange gebaut. Es gibt ägyptische Grabbeigaben, die sind über 3.500 Jahre alt. Und wir wissen auch, dass es in der Schweiz Holzhäuser gibt, die wirklich schon mehrere hundert Jahre im Prinzip Bestand haben und auch qualitativ immer noch schön sind. Und wenn man heute sieht, wie der Alpenschick in ist, denke ich, sind wir auf einem guten Weg. Ich werde jetzt hier gleich noch schnell ein bisschen, weil ich weiß auch nicht, wer alles hier im Publikum ist, aber wir müssen gleich ein bisschen wissen, was Holz ist und was Holz bedeutet. Bei uns in der Schweiz wachsen im Jahr 10 Millionen Kubikmeter neues Holz nach. 8 Millionen dürften wir ohne weiteres nutzen, das ist überhaupt kein Problem, ohne dass wir den Wald oder die Natur schädigen. 5 Millionen dürfen wir brauchen, also nutzen, wird geerntet. Und 11 Millionen dürfen wir verbrauchen in der Schweiz. Und ihr seht schon ein bisschen mittlerweile die Differenz, die da drinnen steht, oder? Es wird immer sehr viel propagiert, brauchen Schweizer Holz, nur Schweizer Holz, nur Schweizer Holz. Die werden sehen, wir werden nicht genügend Schweizer Holz haben können. Aber es ist gleich wichtig, dass wir mit Holz bauen, weil, wie man sieht, in ganz Mitteleuropa ist Holz
zur Genüge vorhanden. Vielleicht nicht gerade in der Schweiz, weil wir haben sehr steile Wälder oder auch Schutzwälder, die man gar nicht dementsprechend kann nutzen kann. Aber in Europa, vor allem in den slawischen Ländern, gibt es wirklich Holzreserven bis, ich sage jetzt fast bis zum geht nicht mehr. Es wird in sehr vielen Ländern wird nicht einmal 50% von dem, wo man könnte schlagen, geschlagen und verbraucht. Also Österreich kann heute noch nicht alle ihre Holzreserven verbrauchen und die haben eine sehr starke Holzindustrie. Darum ich muss sagen, ich bin nicht, für mich muss nicht unbedingt Schweizer Holz sein. Wichtig ist eigentlich, ganz wichtig ist, dass man Holz verbraucht, wenn man tut bauen. Und wenn wir das nachhaltig machen, wenn wir in nachhaltigen Wälder arbeiten, dann schaut man eigentlich, dass man nur den Zins und nicht das Kapital davon brauchen. Und das ist eigentlich auch das, was nachher der Wald auszeichnet. Und das hilft auch unserem Wald, das hilft auch unserer Natur, wo wir auch gerne drinnen sind, wo wir gerne gehen biken und gehen wandern und mit der Familie den Sonntag verbringen. Das hilft dem Wald, dass er nicht krank wird, weil wir sehen heute viele Wälder, die krank werden, weil man sie nicht entsprechend nutzt oder weil man sie nicht pflegen kann und weil sie halt zum Teil den Natureinflüssen nicht mehr standhalten können, wie Borkenkäfer, Windschäden, all das Zeugs. Und darum ist es eben auch wichtig, dass man den Wald bewirtschaftet und nachher auch das, was raus schaut, eigentlich kann brauchen. Holz ist Hightech-Baustoff, das muss man einfach heute sagen. Das ist etwas vom... Das ist, ich kann es nicht anders sagen, das ist mein Herzblut. Wir können heute Dämmstoffe machen, die rein aus Holz sind. Wir haben Konstruktionen, die industriell hergefertigt werden, sehr hohe Tragfähigkeiten haben, schmale Konstruktionen, ästhetische Konstruktionen, wo halt auch dementsprechend dann auch Konstruktionen gemacht werden. Als alt macht neu, da gibt es verschiedene Sachen. Wir haben es gesehen, wir haben es auch gehört in dem Vorreferat. Man kann anbauen, man kann aufstocken, man kann einhüllen, man kann einbauen, man kann umbauen. Hier ein sehr schönes Beispiel von einem Haus, wo man am Schluss mit Holzschindeln verkleidet hat, wo vorher ein 50-jähriges Haus war und wo heute ästhetisch sehr schön in der Landschaft steht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen etwas, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man von da verbauen, nicht einfach irgendeine Isolation und ein paar Bretter dran. Es hat am Schluss auch noch schön ausgesehen und man hat sich da wohlfühlen können, weil sonst hat man am Schluss keinen Spass an dem ganzen Umbau. Ich werde jetzt ein paar Beispiele dann euch ein bisschen zeigen, was wir sonst schon ein bisschen gemacht haben bei diesen Sachen. Man kann also Fassaden, tut man heute auch schon sehr viel vorfabrizieren im Werk. Und dann werden sie im Prinzip auf die alten Fassaden nur wieder aufgedockt. Und man hat eigentlich eine relativ sehr kurze Bauzeit. Und muss das Haus auch nicht lange allein stehen. Oder man kann es nicht bewohnen oder irgend so etwas. Das kann man heute relativ schnell machen. Es braucht einfach eine sehr grosse Planung. Holzfassaden sind auch sehr dauerhaft. Ich kenne x Scheuren, wo das Holz schon über 100 Jahre dran ist. Es ist zwar grau, aus natürlicher Art tut vergrauen, aber es ist nicht kaputt. Und es ist auch nicht sanierungsbedürftig. Also Holz ist auch in der Fassade sehr gut. Die Alternative zum verputzten Vollwärmedämmschutz möchte ich doch aufzeigen, indem man Häuser im Prinzip mit Holz isolieren. Also das ist jetzt eine Fassade, die ist voll mit Holz isoliert, und zwar innen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aussen. Man hat neue Fenster gemacht, neue Jalousien, eine neue Fassade. Im Sockelbereich, das ist das Detail, das ich anspreche,
Dort ist Holz, muss man aufpassen, wenn man mit Holz umgeht, dass man es nicht in irgendein Wasser reinsteht. Jetzt, wenn ich vielleicht zu dem Sanierungsbeispiel komme, ihr seht hier, wenn man ein altes Haus hat, wenn man das nachher neu kann, modern verkleiden kann, als so einen Eindruck hat, wie man heute auch gerne lebt und wie man heute auch gerne da ist. Es muss nicht einfach eine Isolation über das Ganze rein, sondern man tut da, macht eine Gesamtsanierung, macht ein Facelifting von diesen Gebäuden. Es gibt auch Nutzungsänderungen, die man bei diesen Häusern will. Wir haben einen Baustil in den 60er Jahren, wo man sehr gerne mit Landhäusern gearbeitet hat. Eingeschossig und im Dach hat man nachher das Schlafzimmer gehabt. Heute werden die Häuser anders genutzt. Da haben wir eins gemacht, das ist eben in den 60er Jahren gebaut worden. Und wir haben jetzt das nachher umgebaut, weil die Leute das anders wollen nutzen und auch nicht immer im Dach innen wollen leben, sondern weil sie auch gerne einen Platz hatten. Und dann hat man das Dach demontiert und hat dann nachher einen Holzbau darauf aufgestellt, mit einer Minergie-Fassade nachher, wo man das nachher so gemacht hat. Wenn man von Aufstockungen redet, das ist ein Haus in Solothurn an der Werkhofstrasse. Das ist eine Estrig hier oben. Nicht nutzbar gewesen dann. Hat man gesagt, man macht eine zusätzliche Wohnung hier auf das Dach rauf. Es ist immer die Frage, was einem gefällt oder was einem nicht gefällt. Aber da hat man einfach darauf auf, hat man jetzt die ganze Konstruktion neu gemacht und hat einen Aufbau gemacht. Voraus hat man einen Balkon, nicht auf die Strassenseite, sondern auf die abgekehrte Seite. Und hat so einen modernen Bau eigentlich drauf aufgemacht und hat eine zusätzliche Nutzung in diesem ganzen Gebäude mit einer sehr angenehmen Wohnung. Anbauen, das ist immer noch ein bisschen gefährlich, dass man die Ästhetik dieser Häuser nicht verletzt. Wenn es alte Häuser sind, die sehr schön sind, muss man auch ein bisschen drauf, muss man ein bisschen achtsam sein, dass man nicht irgend einfach etwas herstellt. Aber das ist, glaube ich, eine gelungene Sache. Und man kann so auch den Wohnraum vergrössern, auf beiden Stockwerken oder nur auf einem Stockwerk. Hat mit Holz sehr rasch einen Baukörper, den man weiter brauchen kann. Einbauten, das ist ein bisschen eine grössere Scheuer hier. Die steht in Nennikofen. Und hier hat man 8 Wohnungen eingebaut in das ganze Bauernhaus rein. Und darum sage ich, ich rede von Einbauten. Man hat die äußere Struktur, das ist schon ein Denkmalpflege, das ganze Haus. Man hat die äußere Struktur lassen und hat eigentlich drinnen gebaut und gedämmt. Man sieht das hier auch. Okay, ich muss Gas geben. Die Konstruktionen hier. Und ihr seht auch, dass das jetzt im Prinzip eigentlich immer noch ein altes Haus ist. Dann das Hüllen von so Häusern, da ist eine alte Metallkonstruktion von Fenstern, Eternit-Fassadenverkleidung. Und das hat man auch demontiert und hat es weggenommen. Hat nachher eine Holzfassade drumherum gemacht, die auch dementsprechend isoliert und neue Fenster gemacht. Hier sehen wir noch einmal das Haus Jäcki Neuendorf, wo man auch die Innenfassade nachher Fassade noch mal gesehen und der Innenausbau nachher auch, wo man auch moderne Teile dann nachher drin baut. Was man eben, das habe ich angesprochen, man muss die Bauphysik immer gut machen. Wir haben einen Wärmeschutz von, hier haben wir erreicht von 0,17. Und ihr seht, das ist eigentlich sehr gut, das ist schon neubaumässig und ein Feuchteschutz, der sehr gut ist. Das hier zwischen innen, die rote, der rote Teil hier, das ist im Prinzip die alte Fassade mit den Ständer drinnen. Das Gleiche haben wir die Holzdächer müssen isolieren. Dort hat man aber einen Brandschutz müssen haben, weil das Haus über 11 Meter hoch ist. Muss man nachher aufpassen, dass man den Brandschutz erreichen kann. Und dort hat man nachher im Dach oben eine dicke Holzbohlendecke drauf gemacht und hat zwischendrin isoliert. Ist aber auch auf 0,18 gekommen. Eigentlich auch gut. Und hier seht ihr, wenn man die Fassaden im Prinzip aufrostet, und nachher auch dementsprechend dämmt.
Ihr seht auch, was sehr wichtig ist und was ja die Holzhandwerker auch gut können. Die machen nachher auch einen sauberen Innenausbau. Das gehört halt auch ein bisschen zur Sanierung von einem Haus. Und wenn ihr auch seht, es lohnt sich auch, die Häuser aussen und innen zu dämmen. Man kommt nach sehr angenehme, tiefe Fenster rüber, wo man auch ein sehr hohes Wohnklima bieten. Da seht ihr, dass man alte Teile drin lässt, dass man das nicht einfach entsorgt. Ihr seht sehr attraktive Wände, wo man Bruchsteine stehen lässt, aber gleichwohl eine moderne. Man hat die Holzbalken angeschaut, dass man die drin lässt. Man hat sie oben verstärkt mit Betonverbund. Man hat auch Schiebböden, die aus Rundhölzer gemacht worden sind, hat mit der Decke drin gelassen. Man hat auch sehr viele Möglichkeiten, aber man muss es eben sehr gut anschauen. Und was ich einfach immer ein bisschen sage, was ist sinnvoll? Sinnvoll ist für mich zuerst mal eine Dachsanierung, weil dort können wir zuerst am meisten rausholen und das ist auch das, was oft am meisten kaputt ist, und es ist der Schirm vom Haus. Die Wandsanierung ist das Zweite, was ich machen würde. Fenster finde ich auch wichtig, wenn man eine Wandsanierung macht. Leider wird die nicht mehr subventioniert, wenn man den Fensterersatz macht. Man hat jetzt nur noch bei der Wand und beim Dach und beim Boden, wo man Dinge bekommt. Machbar in Holz ist fast alles. Du siehst es, man kann das Haus auf den Kopf stellen. Aber es lohnt sich gleich, das gut anzuschauen und nicht einfach reinzuschiessen und wirklich Holz auch dort einzusetzen, wo es vernünftig ist. Und im Erdbereich, wo es halt heikel ist, muss man das sehr gut anschauen und vielleicht auch mit anderen Baumaterialien arbeiten. Am Schluss noch ein kleines Wort zum Holzhandwerk Thal. Wir haben eine neue Broschüre dürfen machen. Wir sind ja ein bisschen ein Verbund, da, wo wir uns gegründet haben, wo wir da miteinander auch ein bisschen zusammenarbeiten und eigentlich im Prinzip auch das Holz bewerben, damit möglichst viel mit Holz gebaut wird. Und wir haben auch die Kapazitäten hier im Tal, was man mit Holz bauen kann. Und ihr könnt euch auch in dieser Broschüre könnt ihr auch noch mal orientieren und könnt dort auch noch Sachen herauslesen. Und www.holzhandwerk Thal findet ihr die und könnt die auch dementsprechend herunterladen. Gut. Das wäre mein Teil. Ja. Herzlichen Dank, Beat, für die spannenden Ausführungen und vor allem auch die schönen Illustrationen. Dann gebe ich das Wort gerade sehr gerne direkt weiter an Marco Reinert und er wird uns am Schluss jetzt noch etwas zu der finanziellen Lage erzählen. Merci vielmals vorab. Schönen guten Abend auch von mir zur Infoveranstaltung aus Alt macht Neu. In meiner Präsentation werde ich Sie führen, einmal kurz die Energiefachstelle vorstellen. Das zweite halt eben wäre ein, wie ist der ideale Vorgehen für eine Sanierung, um Fördergelder zu beantragen? Und im dritten Teil, welche Fördermaßnahmen werden wie gefördert? Was ist zu beachten? So, das erste hier ist eine kleine Übersicht vom Team der Energiefachstelle. Wir sind 7 Personen. Der Herr in der Mitte, das ist der Leiter der Energieverstelle, der Herr Obernbiffiger. Der erste Schritt für die Förderung sollte immer, wie schon angesprochen von dem Herrn Lanz, eine kostenlose Energieberatung sein. Diese Energieberatung ist kostenlos. Die jeweiligen akkreditierten Energieberater verrechnen direkt mit den Energieberatern. Diese Vor-Ort-Energieberatung durch die Experten zeigt natürlich auf, das sind Fachleute, die erkennen direkt den Handlungsbedarf oder Schwachstellen. Sie beraten produktneutral, müssen nichts verkaufen. Und das Dritte ist, sie sind natürlich auch angehalten, sie kennen Bescheid über die Förderprogramme, was wird gefördert und sie können auch unterstützen bei der Eingabe der Fördermaßnahmen. Der zweite Schritt, das hat Herr Lanz auch angesprochen, ist jetzt ein Teil, wenn es darum geht, das Gebäude mit oder ohne Haustechnik zu sanieren. Dort ist das Produkt der Wahl sonst ein GEAG Plus.
den der Kanton also mit bis zu 50% fördert. Die Fördersätze, die orientieren sich so ein bisschen auch an den Markt, also dass praktisch auch, was im Markt bezahlt wird, 50% dann auch gefördert wird. Was teurer ist, dann sollte man vielleicht nochmal woanders nachfragen. Dann gibt es seit diesem letzten Jahr die sogenannte Impulsberatung erneuerbar heizt, die bezieht sich rein auf eine Beratung, wenn es um den Heizungsersatz geht. Diese ist im Kanton Solothurn ebenfalls kostenlos, sofern sie halt eben von den zugelassenen kantonalen Energieberatern durchgeführt wird. Alle unsere Energieberater sind GIAG-Experten und sind auch Impulsberater. Also sie können sich wirklich umfassend beraten. Sie werden auch immer jeweils geschult und sind auf dem neuesten Stand. Im dritten Schritt sollte man sich natürlich, wenn man saniert, über die verschiedenen Qualitätsstandards informieren, was es auf dem Markt gibt. Wenn es um die Gebäudehülle geht, gibt es den Schweizer Label Minergie oder Minergie P, der auch gefördert wird. Da geht es um eine Gesamtsinne, wieder um Gebäudehülle plus Heizungstechnik. Wenn es jetzt zum Thema nur reine Holzheizung ersetzt werden sollte, da gibt's, ist es auch vorgeschrieben, dass für Anlagen mit der Feuerungswärmeleistung kleiner 70 kW, dort muss halt eben, müssen diese Holzheizen Qualitätssiegelholz Heizkessel Energie Schweiz tragen. Also da gibt es bestimmte Vorgaben. Das ist, eine Bedingung ist halt eben, dass es wirklich auch Ersatzteile gibt und halt eben auch die Wartung vor Ort auch sichergestellt ist. Und für Wärmepumpen, dort gibt es für Anlagen das sogenannte Wärmepumpensystemmodul. Für Anlagen kleiner 15 kW thermischer Nennleistung. Das ist ein Label, das die verschiedenen Schweizer Verbände aus dem Bereich Wärmepumpen installiert haben und aus der Installationsbranche. Und für größere Anlagen ist dann halt eine Leistungsgarantie auszuführen und hat eben auch ein Gütesiegel. Das kann ein nationales oder internationales Gütesiegel sein. Aber das haben die meisten Anlagen in der Schweiz auf jeden Fall. Und das vierte sind die thermischen Solaranlagen. Dort gibt es Besonderheit, die müssen auch registriert sein. Das zum einen hat eben sogenannte validierte Leistungsgarantie zu erstellen und ein Ausdruck aus der Kollektorliste. Also das sind alles in der Schweiz registrierte Solarkollektoren, das von dem Institut für Solartechnik geführt wird im Namen des Bundes. Und das sind einfach so, da kann man ausgehen, diese Anlagen, die dann wirklich beides erfüllen, qualitativ hochwertig sind. Dann wollte ich Ihnen kurz aufzeigen, wo geht jetzt eigentlich auch Energie verloren. Das erste kann man sagen, circa ein Viertel geht über Fenster oder Undichtigkeiten verloren. Wiederum ein Viertel über die Außenwände, Fassaden aufgrund der Transmission. Und auch wiederum circa ein Viertel geht übers Dach, halt eben, weil es der Abschuss nach oben ist. Und die restlichen circa 25% gehen halt eben durch interne Verluste verloren, die dann im Endeffekt dann durch den Schornstein verloren gehen. Und hier ist alles, was grün markiert ist, zeigt halt eben, diese Gebäudeteile werden gefördert. Das sind praktisch alle Bauteile gegen Außenklima, das heißt gegen entweder gegen Außenluft oder durchs Erdreich. Und wie ich vorhin schon angesprochen, die Fenster werden seit 2017 nicht mehr gefördert. Der einzige Kanton, der das noch macht, ist der Kanton Basel-Stadt. Einfach so zur Übersicht. Und hier mal kurz zu zeigen, hat eben, wenn es um die Gebäudehülle, hier ist Dach, hat eben Dämmung. Dieses Bild zeigt, wie man es nicht machen sollte. Das sind einfach der Dämmstoff ist einfach nicht angepasst an die Sparrenlage und auch verschieden in der Höhe. Da gibt es halt, wenn man das so weiterführt, dann später in der Ausführung Probleme hat eben, um das dann dicht zu bekommen. Und wie da gibt es ja Vorgaben, dass man dann auch gewisse Dampfdiffusionsoffen bauen sollte. Entweder mit einer Dampfsperre oder Dampfbremse, das muss dann bauphysikalisch überprüft werden. Und so sieht man es halt eben, wenn es ordentlich gemacht wird, dass dann praktisch hier die Dämmung angepasst an den Sparren
Und dann kann man auch später die nächsten Schritte, die Dampfdiffusionsebene, dann auch optimal einbringen und abdichten. Und da sieht man halt eben, dass da wirklich auch kleine Verletzungen in der Dampfsperre schon große Auswirkungen später haben. Also da muss man mit sehr viel Sorgfalt herangehen. Das Gleiche gilt bei der Haustechnik. Hier sieht man ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Und das Gleiche ist dann, wie es nachher aussieht. Hier sieht man, dass wirklich dann die Leitungen alle eingepackt sind in eine bestimmte Wärmedämmung. Selbst die Aggregate, also Pumpen, sind wärmegedämmt. Und dann halt eben auch gleichmäßig. Also hier liegt halt eben eine, wie vorher schon angesprochen, ist immer gut, wenn man vorher genau plant, wie sollte sowas letztendlich aussehen. Und nach all diesen Schritten kann man, sollte man dann die eigentliche Sanierung planen mit einem Fachmann, Spezialisten oder Architekten. Auf Grundlage, einmal ist das der GEAG, ist dann, sollte man heranziehen mit der GEAG Plus, der auch die Varianten enthält, auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, dass man das auch planen kann, dass man wirtschaftlich tragfähig bleibt. Und das andere ist halt eben, wenn es rein um den Heizungsersatz geht, kann man auch die Impulsberatung heranziehen, den Beratungsbericht, den es dort gibt. Unten habe ich ihn aufgeführt, halt eben dann die verschiedenen Links, wo man jetzt zur Qualität was findet. Hier in dem Fall zur Wärmepumpensystemmodul. Hier sind dann sogar die Installateure und Planer aufgeführt, die sich halt eben dort in dem Bereich weitergebildet haben. Und letztendlich ist dann der letzte Schritt ist dann erst die Gesuchseingabe. Dort unterstützen Sie halt eben die neutralen Energieberater, aber es kann auch jeder sonstige machen. Im Bereich der Heizungen machen das oftmals Installateure. Oder man die Gesuchseingabe auch so aufgestellt, dass man es auch selber machen könnte. Also da ist man frei in der Auswahl, wie man es eingibt. Und hier ist wichtig halt eben, dass das Gesuch letztendlich per Post eingereicht werden sollte. Und das vor Baubeginn, was immer zu vielen Nachforderungen führt, dass dann auch die Unterlagen möglichst vollständig sind und dass man es auch irgendwo nachvollziehen kann, was wird denn da jetzt wirklich gemacht. Unten sehen Sie nochmal jetzt den Link, das ist, wo die Gesuchsangabe stattfindet. Das ist das Portal vom Gebäudeprogramm, so heißt auch der Link. Und es gibt auch auf YouTube halt eben ein kurzes Erklärvideo, wie so eine Gesuchsangabe auf dem Portal funktioniert. Nun ein Beispiel, wie die Förderbeiträge sind. Also bei der Maßnahme Wärmedämmung gibt es 40 Franken pro Quadratmeter Bauteilfläche. Rechts habe ich ein Beispiel aufgezeigt, wenn die Fassade komplett 53 Quadratmeter wären und dort 45 Quadratmeter Fensterfläche. Es wird wirklich rein die sogenannte opake Bauteilfläche gefördert. Opak, das heißt lichtundurchlässig, und bleiben hier in dem Fall die 3,5 Quadratmeter übrig. Und hier kommt dann der Hinweis, der eben schon gegeben wurde vom Herrn Lanz, sobald dieser Förderbeitrag die 10.000 Franken übertrifft, ist zwingend halt eben ein GEAG Plus hinzuzufügen. Das gilt aber nur alleine für diese Maßnahme Wärmedämmung. Und wieder hier der Hinweis, sehr wichtig ist immer vor Baubeginn, dass das Gesuch eingereicht wurde. Das nächste, das haben wir, da wurden die Förderbeiträge dieses Jahr erhöht. Hier betragen der Grundbeitrag ist 7.500 Franken plus 125 Franken pro kW thermischer Nennleistung. Und dort gibt es bei allen Heizungsvarianten gibt es noch eine Nebenbedingung, dass maximal 50 Watt pro Quadratmeter Energiebezugsfläche maximal angerechnet werden können. Hier in dem Beispiel haben wir 200 Quadratmeter und das könnten maximal 10 Kilowatt thermisch gefördert werden. Und die ausgesuchte Heizung hat hier in dem Fall eine Nennleistung von 12 kW. Okay. Und somit werden nur die 10 kW eingereicht. Das gleiche Beispiel haben wir hier für Luft-Wasser-Wärmepumpen. Dort ist der Förderbeitrag der Grundbeitrag 4.000 Franken plus 150 Franken pro kW. Das heißt, bei ca. 10 kW wäre der Förderbeitrag ca. 5.500 Franken.
für Sole-Wasser-Wärmepumpen, das heißt mit Erdwärmesonden. Dort ist der Beitrag ein bisschen höher. Dort ist der Grundbeitrag 6.000 Franken und 450 Franken pro kW. Auch hier gilt wie überall die 50 Watt-Regel. Und so kommt man halt eben hier auf einen anderen Förderbeitrag. Und hier ist wieder die Grenze, weil wir über 17 kW sind, ist die Besonderheit, dann reicht eine Leistungsgarantie und das Gütesiegel vorher beschrieben, unter 15 kW wäre dann das Wärmepumpensystemmodul zu durchlaufen. Auch seit diesem Jahr wurde der Anschluss an ein Wärmenetz erhöht. Und da gibt es jetzt 8.000 Franken plus 40 Franken pro kW thermisch. Hier, wir haben eine Liste aufgestellt, welche Wärmenetze anerkannt sind. Das ist einfach die Grundbedingung. Alle Netze, die dann Förderung erhalten möchten, müssen zuvor anerkannt werden. Das heißt, Anerkennung ist, darf keine Doppelförderung mit sonstigen Bundesprogrammen vorliegen. Und bei der thermischen Anlage gibt es dann die 8.000 Franken plus 54 Franken pro kW. Das ist eigentlich eine sehr gute Förderung, weil hier Förderung wirklich bis 50% der Investitionskosten gefördert werden, im Gegensatz, was die Anlage dann kostet. Dann will ich noch kurz mal schnell Best-Practice-Beispiel zeigen. Hier, das ist das Gebäude vor, ein Einfamilienhaus. Hatte vorher einen Verbrauch von 164 kW pro Quadratmeter Energiebezugsfläche. So sieht es dann nach der Sanierung, man hat es dann auch aufgestockt, noch Wohnraum zusätzlich geschaffen hat, eben, also macht nur eine Sanierung, sondern man schaut Synergien. Und nach der Sanierung waren es nur noch 31 kW, also das ist eine Verbesserung praktisch, nur noch ein Fünftel der vorigen Energie. Das Gleiche kann man hier auch für Mehrfamilienhäuser machen. Hier hat man praktisch die alten Balkone noch abgeschnitten, man hat das ganze Plan nach vorne geschoben und hat dann praktisch sehr viel Balkone praktisch thermisch getrennt und dann davor gesetzt und dies auch noch vergrößert, um dann noch mehr Wohnqualität zu schaffen. Und nach der Sanierung ist der Energiebedarf nur noch ein Drittel gegenüber vorher. Also das, man sieht auch bei Mehrfamilienhäusern kann man sehr viel bewegen. Und dann wieder einfach zu merken, halt eben, der erste Schritt sollte immer wirklich eine kostenlose Energieberatung sein. Der zweite Schritt ein GEAC Plus, weil alles wird gefördert. Und dann sich auch informieren, aktiv, welche Qualitätsstandards gibt es, die man einhalten könnte. Dann aus allen Informationen, was möchte ich tun, also die Sanierung für sich planen und dann das Gesuch einreichen und das am besten vor Baubeginn. Vielen Dank und das war es von meiner Seite. Super, herzlichen Dank, Marco, für deinen interessanten Beitrag und an dieser Stelle schon mal allen Referenten. Ich hoffe, euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, daheim geht es auch so, dass ihr jetzt so viele Informationen habt bekommen. Jetzt sicher mal setzen, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt sicher schon die ein oder andere Frage hier im Raum ist, wo möchte beantwortet werden. Ihr könnt einfach sehr gerne euch als Stummschaltung aufheben und direkt die Frage hier in die Runde stellen. So, damit möchten wir die Diskussion eröffnen. Ja, wie das aber so ist, so die Icebreaking-Frage, verstehe ich sehr gut. Dann würde ich doch gerne die Initiative ergreifen. Frage einfach mal gerade alle Referenten in die Runde. Wir haben jetzt ganz viele finanzielle Anreizsysteme gehört, sehr viele wertvolle Tools, eben wie man kann das Gebäude bewerten, der Ist-Zustand bewerten und auch sehr viele gute Beispiele, was man damit machen kann. Und trotzdem stehen wir mit den Gebäudesanierungen noch nicht dort, wo wir gerne möchten. Was ist jetzt aus eurer Sicht, wenn ihr so mit eurer Praxiserfahrung, was sind so die grössten Hürden, die halt Privateigentümer haben und wie könnte man die Hürden umgehen? Ich meine, dir, Rudi, das Wort darf übergeben.
Ja, wo sind die Hürden? Das ist für mich sehr schwierig abzuschätzen. Vielleicht, ich sage jetzt ein bisschen ketzerisch, vielleicht ist einfach allgemein unsere Energie viel zu günstig und das, es lohnt sich nicht. Oder viele haben das Gefühl, es lohnt sich nicht und dann macht man mal noch nichts also, und wartet zu, bis es anfängt, irgendwo am Portemonnaie wehtut. Ich habe gerade keine andere Erklärung. Ja, ich denke, das mit den Finanzen ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Beat, aus deiner Sicht, was hast du aus deiner Praxiserfahrung da so erlebt? Was glaubst du, sonst nichts machen? Bin ich drauf? Also ich muss sagen, es braucht halt ein kleines Gesamtkonzept und oft werden ja die Häuser mal gekauft, das sind ältere Häuser und man kauft ja ein älteres Haus ja vielleicht ein bisschen, weil man gerade ein bisschen will, ja, weil man vielleicht das Portemonnaie nicht gerade so sieht, dass man das jetzt gerade ein neues oder ein grösseres Haus kann kaufen und will das mit der Zeit ein bisschen umbauen. Und was ich ein bisschen Gefahr sehe, ist, dass man oft so ein bisschen eine Plästerle-Taktik macht. Oder? Man kann schon Steuern sparen, indem man über Jahre hin ein bisschen etwas wegmacht. Aber wenn man halt das Fenster wegreißt, kommt halt an der Wand auch etwas mit und dann muss man halt das auch ein bisschen dort machen. Und das schreckt halt vielleicht viele Leute ab, dass man jetzt sagt, ja mal, man macht so eine Gesamtsanierung. Banken, muss ich auch sagen, sind manchmal auch ein bisschen kritisch hinter dem, weil sie sagen, ja, ein altes Haus braucht immer viel Unterhalt und ja, da kommt man die Finanzierungen auch nicht so ringüber. Also es hat schon ein paar Killer drin, die nicht so einfach sind und vielleicht die Entscheidung nachher auch so machen. Was mir gut tut, sind die Förderprogramme, die man jetzt auch macht, wo man wirklich den Leuten auch einen Anreiz gibt und sagt, mal, ich komme noch etwas über, ich habe einen Mehrwert, ich kann etwas machen daraus. Es braucht natürlich auch viele Überlegungen. Mache ich ein Generationenhaus daraus? Habe ich die Möglichkeit, das irgendwie auch einen Teil von dem vielleicht auch zu vermieten mit den Investitionen, die ich mache? Und es ist wie beim Bauen auch so, mit den Einfamilienhäuschen, die jungen Leute, die haben noch nicht die Kapital, die man braucht, um so etwas zu realisieren. Da braucht es vielmals noch Hilfe von den Eltern oder irgendetwas. Also, wollen, glaube ich, wollen viel, aber es liegt wirklich an den Finanzen. Und da muss man, also ich würde jetzt auch nicht einfach etwas machen und nachher ja, kann man es am Schluss nicht zahlen. Und da muss man sich viel Überlegungen machen. Aber wenn man vielleicht sich ein bisschen orientiert und mal das Zeug wirklich auch gut anschaut, eben auch wenn es um Sanierungen geht, schauen, was kostet mich das bis zum Schluss und was habe ich für einen Mehrwert, dann lohnt sich vielleicht das auch. Und wir stellen jetzt auch viel fest, dass viele Leute wieder das Wohnen ist auch lange nicht mehr so wichtig war, wie es heute wieder ist in der Corona-Zeit. Die Leute wollen wieder gut und schön wohnen und das hilft uns auch ein bisschen, dass wir, jetzt werden wir fast wie überfahren. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, in die Immobilien zu investieren und eben nicht zu warten, bis alles zusammengeht. Und weil man ja auch Ressourcen sparen kann, wenn man das Bestehende kann brauchen kann und das gut nachher macht. Aber es braucht gute Konzepte, es braucht gute Leute, das ist, glaube ich, wichtig. Und der Killer ist von mir aus gesehen der grösste, ist das Geld. Und das ist klar, das muss man sich zuerst erarbeiten. Dass man sozusagen ich eben längerfristig muss denken. Also klar, am Anfang so eine Sanierung, das kostet etwas, wie wir jetzt so gehört und gesehen haben. Aber wenn man es eben längerfristig betrachtet und rechnet, dann spart man ja eigentlich eben nicht nur Energie, sondern auch Kosten. Hast du, Marco, noch etwas dazu anzufügen? Ja, das war genau meins. Also, man sieht das vielleicht am Anfang nicht, dass so eine Sanierung direkt sich amortisiert, also die amortisiert findet praktisch über mehrere Jahre statt. Das ist nicht kurzfristig, wie vielleicht ein Unternehmen, dass das in 2-3 Jahren machen muss. Und da ist auch wichtig natürlich eine Planung. Wenn man neu plant, kann man natürlich auch vielleicht neue Ideen vielleicht noch verbessern, das Ganze, wie eben gezeigt, dass man das dann auch nutzt, dass man
vielleicht, was man früher nicht gedacht hat, vielleicht eine Terrasse hinzufügt. Und wenn das Dach eh kaputt ist, dann müsste es sowieso gemacht werden. Und der größte Hemmung sehe ich genauso. Das ist einfach die Finanzierung von dem Ganzen. Und ja, Finanzierung ist eigentlich Aufgabe der Banken. Da gibt es halt eben vielleicht keine gescheiten Programme, wie man solche Maßnahmen fördert, weil es sollte eigentlich im Interesse jeder Bank sein, weil sie sind im Endeffekt jetzt sogar die größten Nutznießer. Man investiert ins Gebäude, worauf sie eigentlich die Hand ja haben. Also die haben ja, also das Risiko ist dann sehr gering für Banken bei einer zusätzlichen Sanierung. Also ich habe zwei Fragen an Beat. Und zwar, das Schindelhaus, das sieht super aus. Jetzt wäre meine Frage, machen die Schindel energetisch überhaupt etwas oder ist das einfach die Endverkleidung vom schon energetisch sanierten Objekt oder von der Hülle? Also die Schindeln sind eigentlich der Schutzmantel nachher von der Dämmung. Es ist eigentlich wie eine Holzverschalung oder wie eine Verputzung aufs Haus macht oder eben eine Bretterschalung oder irgend so etwas. Die Schindeln ist eigentlich schon nur der Schutzmantel. Die bringen für die energetische Dämmung nicht viel. Meistens oft tut man die auch hinterlüften und alles, was hinterlüftet ist, bringt auch keine Wärmedämmung. Also das muss man schon in einer anderen Schicht aufbauen, wo man halt leider nicht mehr sieht, aber halt extrem wichtig ist. Also etwas aussen drauf machen, braucht halt am Schluss einen Wetterschutz. Also am Schluss musst du eine Bälle rein anlegen, wenn du in den Wald willst und es regnet. Und dann machen wir halt einen Schindelschirm oder man macht eine Holzschalung oder man kann es auch Mural machen, wie wir das in verschiedenen Beispielen gesehen haben. Es gibt auch Häuser, wo man nicht so mit Schindeln einpacken darf, weil sie nachher die Ästhetik total kaputt geht. Aber es gibt auch Häuser, wo man sehr schön machen kann mit solchen Sachen. Wir haben auch schon Häuser gemacht mit Brettern, die verkohlt sind, also verkohlte Häuser, die sehr widerstandsfähig sind. Aber eben, die Fassade sagt eigentlich nicht aus, was macht Wärmedämmung aus, wenn ich vielleicht das so erklären kann. Danke. Dann die zweite Frage. Heute wird ja hauptsächlich Flachdach gemacht. Kann man grundsätzlich sagen, dass Flachdächer energetisch besser sind wie Giebel oder alle anderen? Oder eher schlechter? Weil ich habe das Gefühl, eher schlechter. Oder kommt das darauf an, was darunter ist, auch wieder? Also für die Energie ist es auch das, was darunter ist. Oder? Mhm. Und das Flachdach bietet halt eben auch Vorteile. Es hat auch Nachteile. Früher hat man immer gesagt, es gibt kein Flachdach, das nicht rinnt. Aber dem sei nicht so. Es wird heute, wir bauen heute, ich sage jetzt, über 70% der Häuser haben Flachdächer, weil man kann den Raum besser nutzen. Und ein Steildach generiert halt sehr viel Volumen, wo man nachher ja, vielleicht auch nicht so überall in alles kann nutzen. Und darum tut man eigentlich oft Flachdächer machen. Und dann muss man auch sehen, heute mit PV-Anlagen, Photovoltaik-Anlagen, lösen sich natürlich relativ gut installieren auf Flachdächer. Man kann die entsprechend in den Neigungen kann man die aufstellen, hat aber auch einen guten Zugang. Der Unterhalt von einem Flachdach ist auch nicht so kompliziert wie auf dem Steildach. Aber es hat auch immer ein bisschen zu tun mit der Ästhetik des Hauses. Also, du kennst mein Haus, das hat kein Flachdach. Aber ich baue sehr viele Flachdächer oder wir bauen sehr viele Flachdächer. Aber ich werde jetzt nicht sagen, das eine ist gar nicht gut oder so. Und energetisch kann man die sehr gut dämmen. Wenn man Flachdächer auch begrünt, kann man wieder etwas zurückholen in der Natur. Man macht, bei den Flachdächern ist es auch besser, man hat mehr Retention vom Wasser, also Zurückhaltung vom Wasser. Das gibt auch wieder einen Vorteil für unsere Natur, wenn das Wasser nicht immer gerade direkt, wenn wir einen Platzregen haben, gerade in der Kanalisation ist, sondern weil das noch ein bisschen auf dem Dach ist und auch langsamer zurückgeht.
holen wir dort auch wieder etwas raus für die Natur. Ich glaube auch, wenn sie extensiv begrünt sind, hat es dort Insekten, Zeug und Sachen. Also das Flachdach ist für mich nicht einfach per du schlecht, aber es hat auch Vor- und Nachteile. Aber energetisch hat es keinen Einfluss, da kann man beides gleich gut machen. Danke. Merci auch für deine Fragen. Weitere Fragen in der Runde? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich denke, da sind wir auch sehr gut drin mit unserem Zeitmanagement. Und sonst wisst ihr ja auch, wo ihr die zusätzlichen Infos findet. Wir werden all die Präsentationen und Materialien, eben, wir haben gehört, die Broschüre zum Thema nachhaltige Sanieren, werden wir aufschalten, respektive die Sachen sind schon aufgeschaltet. Wir werden das Video auch hochladen und euch den Link zu den Webseiten schicken. Und wir hoffen natürlich sehr, dass jetzt ihr auch heute Abend, ich kann jetzt nicht sagen, hey, geht, aber zumindest die ein oder andere Idee, Inspiration mitgenommen habt. Zum Thema Gebäudesanierung. An dieser Stelle möchte ich allen Referenten ganz herzlich danken für ihre interessanten, spannenden Beiträge. Beat Bader, Marco Reinert und Rudi Lanz. Es freut uns sehr, dass wir euch heute Abend haben dürfen, dabei haben, euch haben dürfen zuhören. Ich möchte auch euch daheim allen ganz herzlich danken, liebe Teilnehmer und liebe Teilnehmer, für dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Interesse am Thema Gebäudesanierung zeigt. Das ist für uns wichtig zu wissen, dass das Thema auf Interesse stoßt. Jetzt habe ich da eigentlich noch eine Folie, die ich gerne noch würde teilen zum Abschluss. Genau, an dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich Energie Schweiz im Kanton Solothurn, Energiefachstelle und der Energiestadt Önsigen danken für die finanzielle Unterstützung von diesem Anlass hier und danke dir schon mal, Andreas, für die gute Co-Moderation, für deine Unterstützung. Ich möchte auch Branchenverbund Holzhandwerk-Tal danken für die Unterstützung vom Anlass und für den passionierten Einsatz im Bereich nachhaltiges Sanieren. Und natürlich auch ein grosses Merci an alle Leute, die hier im Hintergrund tatkräftig mitgewirkt haben. Und den Anlass unterstützt haben. Das ist der Patrick Bussmann, Energiestadtberater Kanton Solothurn von Weit und Breitsicht GmbH. Vielen Dank für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung und auch dem ganzen Naturpark-Team für die Unterstützung, insbesondere Patrick Zellweger für die technische Unterstützung vor und während dem Anlass und auch der Linda Dagliorti für die Unterstützung bei der Kommunikation. Jetzt Andreas. Darf ich dir das Wort nochmal übergeben? Ja, auch ich möchte mich bedanken von meiner Seite für den spannenden Anlass und möchte euch auf den Weg gerne nutzen, die Angebote, die es gibt, die der Kanton Solothurn die Energiefachstelle geben und die euch informieren und die euch in Häuser sanieren. Schönen Abend miteinander. Super Schlusswort. Merci vielmals. Schönen Abend. Ade miteinander. Adi, auf Wiedersehen.